Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wurde heute getaggt von der fabelhaften Amelie und zwar geht es um diese 10 Weihnachtsfragen und ich habe mich erst total erschrocken und ich wurde noch nie getaggt, also ich mache das jetzt zum ersten Mal. Also jetzt sitze ich hier und werde die 10 Fragen beantworten. Und nochmal vielen Dank, liebe Amelie, über die zauberhaften Worte, die du über mich hast fallen lassen. Das freut mich natürlich sehr. So, also die erste Frage, die Lieblingsmusik an Weihnachten. Tja, die Lieblingsmusik an Weihnachten, die kennen wir ja alle, also ne, was wir so in den Radios hören. George Michael ist ja unschlagbar mit seinem Last Christmas, aber ich finde noch ein anderes Lied ganz klasse von einem Rockstar gesungen von Chris Rea, Driving Home for Christmas, das finde ich sehr, sehr schön und ich habe mal die CD rausgekramt. Christmas Classic 2003, da sind zwei CDs drin und ein altes Weihnachtslied von Connie Francis, I'll Be Home for Christmas. Also wenn ich dieses Lied höre, dann fange ich regelmäßig an zu flennen. Also das geht mir total ins Herz, also das berührt mich sehr. Ja, und dann natürlich die klassischen Weihnachtslieder und Weihnachtsoratorium, ja, was man so eben hört an Weihnachten. Aber eine spezielle Musik habe ich jetzt nicht, ich höre eigentlich alles ganz gerne. Allerdings habe ich hier noch eine CD rausgekramt. Wir haben hier heute Spotify und alles auf dem iPod, aber das ist eine uralte CD von James Last. Und diese Weihnachts-CD von James Last, die durfte an keinen Weihnachten fehlen, als die Kinder noch klein waren. Das fanden die total klasse. Da sind die total drauf abgegangen. Das ist wiederum so kitschig und so geil, dass es super ist. Also James Last an Weihnachten so als Hintergrund ist wirklich nicht schlecht. Gut, das Schönste. Was ist das Schönste an Weihnachten? Also das Schönste an Weihnachten ist, wie eigentlich alle sagen, ist die Vorweihnachtszeit. Wir haben ja, wenn man so will, haben wir ja fast 4 Wochen Weihnachten. Ne? Die ganzen Gedanken, die man sich macht, die Vorbereitungen, das Einkaufen der Weihnachtsgeschenke, die Stimmung in der Stadt, die Stimmung, die man sich zu Hause schafft, dass man sich also das Haus schmückt, die netten Abende oder Nachmittage mit Freundinnen, indem man, also ich mag das sehr gerne, so Mädchennachmittag oder Mädchenabende auch. Ja, also eigentlich die ganze Vorbereitung, das ist diese Vorfreude, die an Weihnachten, natürlich ist Weihnachten auch sehr schön, aber das ist, ich will jetzt nicht sagen, dass da die Luft raus ist, aber man ist ja praktisch so 4 Wochen im Dauerstress mit Weihnachten beschäftigt. Alles dreht sich um Weihnachten. Wen lädt man ein, wo geht man hin, wie koordiniert man das alles, wenn man jetzt Patchwork zum Beispiel hat, das ist ja alles nicht so ganz einfach. Gut, echter Baum oder künstlicher Baum? Natürlich ist ein künstlicher Baum nachhaltiger, aber die meisten lieben doch einen echten Baum. Gut, es werden Milliarden Bäume gefällt jedes Jahr und das ist ja auch ein Business. Also klar ist ein echter Baum einfach schöner mit Wachskerzen, aber nee, es gibt kein Aber, das ist eigentlich unschlagbar. Ein echter Baum mit Wachskerzen und vielleicht auch noch mit Lichterketten drumherum, sonst muss man ja ständig aufpassen, gerade wenn man kleine Kinder hat und Hunde hat, dass die nicht gegen den Baum rennen und plötzlich der Baum brennt und die ganze Bude in Flammen steht. Also echter Baum. Dann, was war denn die nächste Frage? Ich habe mir das hier aufgeschrieben. Welches Essen am Heiligen Abend? Also das Essen am Heiligen Abend, das hat sich auch verändert. Als die Kinder klein waren, gab es natürlich Kartoffelsalat und Würstchen, weil ich aus der Berliner Gegend komme. Da ist das so Tradition und es geht auch schnell, weil die sind ja aufgeregt und wollen dann ihre Geschenke auspacken. Und dieses Jahr wird es, ja, die letzten Jahre war das schon anders. Gab es dann keinen Kartoffelsalat mehr, da gab es dann immer irgendeinen Vogel. Dieses Jahr gibt es meine Weihnachtsrouladen, die mache ich immer speziell an Weihnachten. Das ist so eine spezielle Füllung mit Datteln und dann selbstgemachtes Rotkraut dazu und Klöße und Maronis und vielleicht noch einen Bratapfel und als Dessert irgendein Dessert im Glas oder Spekulat, irgendwie, ich weiß es noch nicht, oder ein Schokoladenfondue mit Früchten, irgendwie sowas in der Art. Das ist ja auch schön, ein schönes Beisammensein, so ein Schokoladenfondue. Da sitzt man beisammen und ne, löffelt nicht gleich das Dessert aus und man sitzt eine Weile und redet und ist beschäftigt. Wann die Bescherung? Ja, die Bescherung, das ist, das weiß ich nicht. Ich glaube, wir lassen das drauf ankommen. Wir lassen uns irgendwie das alles auf uns zukommen. Ich denke mir vielleicht, wenn die Bäuche gefüllt sind, also nach dem Essen wird es dann eine Bescherung geben. Vorher hat man ja, also nach den Vorbereitungen am Vormittag geht man vielleicht spazieren, wenn es draußen nicht regnet, dann trinkt man schön Kaffee oder einen Glühwein und isst Stollen oder Plätzchen, redet ein bisschen, dann geht man wieder in die Küche und trinkt einen Cocktail oder ein Glas Wein. Und ich denke mir wirklich die Bescherung, dass die nach dem Essen stattfinden wird. So, Kirche,
Ja oder nein? Also früher war Kirche natürlich angesagt, als die Kinder klein waren. Heute ist das leider nicht mehr so. Also ich fände es sehr schön, oder ich gehe auch sehr gerne in die Mitternachtsmesse. Das ist dann nicht mehr ganz so voll und da kann man ein bisschen mehr in sich gehen. Die jungen Leute sind vielleicht, man muss sie wieder ranführen. Also als kleine Kinder gerne und dann irgendwie kam so eine Zeit, wo sie nicht mehr so gerne mitgegangen sind. Aber ich finde es eigentlich eine sehr, sehr schöne Tradition, an Weihnachten in die Kirche zu gehen. Aber das ist, wie gesagt, dieses Jahr alles noch offen. Dann der liebste Weihnachtsfilm. Das hat sich natürlich auch geändert. Ich muss jetzt mal vielleicht die ansprechen, die jetzt kleine Kinder haben. Vielleicht kennt ihr den Film, also ein alter Walt Disney-Film, ein richtiger Walt Disney-Film, noch so ein gezeichneter. Und zwar Susi und Strolch. Also das ist so ein zauberhafter, schöner Weihnachtsfilm. Der war jahrelang Favorit bei uns. Dann kam Santa Claus, als sie so älter wurden. Also der erste, den fand ich am allerbesten. Und ich habe natürlich auch einen Lieblingsweihnachtsfilm. Und zwar diesen, ich halte ihn mal in die Kamera. Liebe braucht keine Ferien. Das ist eine turbulente Komödie voller Leidenschaft und mit einigen Turbulenzen und Starbesetzungen wie Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law und Jack Black. Also der spielt in London und in Los Angeles. Es geht also um zwei Frauen, die im Fokus stehen, die ihr Glück nicht finden können und die an Weihnachten alleine sind und einen Häusertausch machen und was die eine im Leben der anderen erlebt. Und natürlich ist es ein Happy End. Den Film gibt es seit 2007, ist seit 10 Jahren mein absoluter Lieblingsweihnachtsfilm. Den gucke ich jedes Jahr. Und ich frage mich immer wieder, warum es keine Filme, warum Hollywood nicht nachlegt, warum es nicht weitere Filme gibt dieser Art. Es gibt wenig schöne Weihnachtsfilme für uns Erwachsene, also ne, mit einer tollen Besetzung. Ist eigentlich schade. Anyway, ich gucke den, ist auch okay. Also, denn, was haben wir denn jetzt noch? Ein erinnerungswürdiges Weihnachten. Da habe ich zwei. Zwei Weihnachten, die mir sehr im Gedächtnis hängen geblieben sind. Natürlich ist jedes Weihnachten irgendwie schön. Das war einmal das Weihnachten 1989, als die Mauer fiel und meine Eltern das erste Mal in den Westen kommen konnten. Und mein Sohn war damals knapp ein Jahr. Und es war ein wunderschönes Weihnachten. Es war eine riesengroße Freude, Familienzusammenführung wieder. Und dieses wundervolle Kind und ich Mutter. Ich weiß noch, ich habe den Baum mit lauter so Holzspielzeug geschmückt. Das war so ein richtig schöner Kinderbaum. Werde ich nie vergessen. Und das zweite Weihnachten, an das ich mich sehr gerne erinnere, das war dann zur Jahrtausendwende. Da haben wir ein anderes Weihnachten, haben den Weihnachtstag anders verbracht. Also da sind wir dann gegen Nachmittag in die Stadt gefahren, sind in den Dom gegangen und dann stand da, also vom Römer stand da so eine riesige Sanduhr, weil Jahrtausendwende war ja, ne? Und man konnte umzusehen, wie die Zeit läuft. Und es schneite, wir hatten Glühwein mit und Kinderpunsch mit und Weckmänner und haben dann unser Zeug gegessen. Man kriegt ja irgendwie an Weihnachten, gibt es ja keinen Glühweinstand mehr. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren und haben dann normal den Weihnachtsabend verbracht. Aber das war ein, also das ist drin in meiner Erinnerung. Das war also sehr, sehr bedeutend und schön für mich. Dann besondere Traditionen. Also besondere Tradition war früher klar Hausmusik. Das wird, je älter die werden, immer schwieriger. Vielleicht, wenn sie selber mal Familien haben. Aber ich nötige sie trotzdem, jedes Jahr ein Weihnachtslied zu singen, irgendwie, entweder begleitet mit Klavier oder Gitarre, weil ich das sehr schön finde. Das sind ja nur ein paar Minuten, also wenigstens ein Weihnachtslied zu singen. Also ihr Lieben, wenn ihr das hört, ein Weihnachtslied ist wieder dran. Ich drucke auch die Texte wieder aus. Oder vielleicht habe ich sie noch vom letzten Jahr. Man kann ja gerade mal so die erste Strophe und dann das Ende Gelände. Ne? Also die Tradition, also Hausmusik machen, ja, klar. Dann, was wünsche ich mir? Was wünsche ich mir? Das ist ja, was wünscht man sich? Man wünscht sich natürlich, dass es einem weiterhin gut geht, dass man gesund bleibt, dass die Eltern gesund bleiben, dass die Kinder gesund bleiben. Und das, ja, wie soll ich das jetzt so sagen? Das ist. Natürlich kann man sagen, ich wünsche mir den Weltfrieden, aber das ist so pathetisch. Aber es gibt verdammt viele Menschen, denen es echt nicht so gut geht. Und vielleicht, dass man so ein bisschen abgeben kann von seinem Glück. Weil die Probleme, die wir teilweise haben, sind ja absolute Luxusprobleme. Das kann man ja irgendwie gar nicht oft so ernst nehmen. Also an die Mitmenschen denken, dass es vielen Menschen nicht so gut geht, wie man irgendwie ein bisschen helfen kann, dass man so ein bisschen von seinem Glück abgibt. Das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Und vielleicht noch ein Tipp für euch. Für Weihnachten, also für diesen besonderen Tag, also für den 24.
sind die Erwartungen. Man schraubt ja die Erwartungen oft zu hoch. Also ich erwische mich auch immer dabei, dass man so wahnsinnige Erwartungen an diesen Tag hat. Klar, weil man sich damit 4 Wochen beschäftigt hat und dann muss alles perfekt sein. Gerade wir Frauen sind ja so Perfektionisten und wollen, dass alles funktioniert, alles klappt, sich alle gut verstehen. Also am besten die Erwartungen etwas herunterschrauben und dann kann man nur positiv überrascht werden. So, jetzt möchte ich natürlich auch noch jemanden taggen. Und zwar tagge ich die süße Molly von dem Kanal Molly's Unicorn. Das ist auch eine junge YouTuberin, die hat auch erst angefangen. Und das ist eine ganz zauberhafte Person, die macht wunderschöne Videos und ist eine sehr sympathische Frau. Sie bringt das also ganz, ganz klasse, spontan und sehr, sehr süß rüber, was sie uns so mitteilen möchte. Und ja, liebe Molly, ich möchte dich also jetzt auch auf diesem Wege taggen, ne? Also vielleicht Rede und Antwort zu stehen zu Weihnachten, was du an Weihnachten toll findest. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute und Merry Christmas. Bis bald. Ciao.